Liebe Freitaler, meine sehr geehrten Damen und Herren, vom 1. bis 3. Oktober 2021 haben wir unseren 100. Stadtgeburtstag begangen. Bei tollem Wetter waren ganz viele Einwohner und Gäste in unserer Stadt fröhlich und ausgelassen, haben sie gefeiert. Auf dem stilvoll gestalteten Neumarkt als Veranstaltungsort fand an den drei Tagen ein abwechslungsreiches Festprogramm statt. Es war getreu unserem Motto, ein Fest von Freitalern für Freitaler und Gäste. Mein Dank geht an alle Kollegen und Helfer vor und hinter den Kulissen. Auch an die Sponsoren und die Unterstützer ein herzliches Dankeschön. Nutzen wir den Schwung und den Zusammenhalt für die kommenden Herausforderungen. Und nun viel Vergnügen bei den eindrucksvollen Bildern. Die Feierlichkeiten zum 100. Stadtgeburtstag begannen am Freitagabend mit einer Festveranstaltung auf dem Neumarkt. Am eigentlichen Gründungstag der Stadt, dem 1. Oktober, wurde am Fuße des Windbergs gemeinsam gefeiert, gelacht und gestaunt. Durch den Abend führte die Moderatorin und Sängerin Katie Lehn. Herr Rumberg, Sie haben das Wort. Um meine Gedanken für diese Rede zu sammeln, bin ich vor ein paar Tagen auf den Windberg gegangen. Von dort hat man einen traumhaften Blick auf die Stadt mit ihrer urbanen Mitte, im Döner Becken und den dörflichen Ausläufern auf den umliegenden grünen Hängen. Freital ist städtisch und ländlich geprägt. Ist moderne Industrie und traditionelles Handwerk. Freital pflegt Traditionen und baut an der Zukunft, bietet Raum zum Wohnen und zum Arbeiten, fördert Sport, Kultur und Freizeitaktivitäten. Aber Freital, das sind vor allem die Menschen, die hier leben, inmitten dieser Möglichkeiten. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Fest. Bleiben Sie gesund und unserer Stadt gewogen. Nach der Festrede des Oberbürgermeisters Uwe Rumberg begleiteten die Spielbühne Freital und das Dresdner Salonorchester die Besucher durch den Abend. Ausgangspunkt waren 10 Bilder aus der 100-jährigen Geschichte der Stadt. Sie waren nach einem Aufruf eingesendet worden und wurden nun zu einem Abendprogramm zusammengestellt. Dabei kamen persönliche, berührende und lustige Geschichten zutage. Ja, und unsere Freundschaft, die wurde dann so nach und nach vertieft. Das fing an, dass Brigitte mit mir in die erste Klasse einmal gehen konnte. In der Schule, obwohl sie noch gar nicht zur Schule ging. Das stimmt, da erinnere ich mich ganz intensiv dran. Na sag mal, Elfriede, stand ja nie früher das Kinoprogramm? Läuft ja gar nicht mehr. Im Anschluss an ein spektakuläres Feuerwerk spielte das Duo Two of Us für die Anwesenden und ließ den Abend so ausklingen. Wir haben uns auch gesehen, und zwar vor gut einem Jahr. Da haben wir das Ganze nämlich gestartet mit einer großen Countdown-Uhr drüben am Gründungsrathaus. Seit der Zeit ist viel passiert in Freital, oder? Ja, das ist natürlich gestern und heute unschwer zu erkennen, dass sehr viel passiert ist. Und ich bin
sowas von dankbar. Am Samstag begrüßte Oberbürgermeister Uwe Rumberg die Besucher. Im Anschluss wurde es musikalisch. Zunächst mit einem Gospelkonzert, das unter dem Titel Endlich wieder frei atmen. Wir singen gemeinsam mit Freude zum Mitmachen einlud. Der Männerchor Peusenthal e.V. führte die 1921 entstandene Hymne an Freital in einer neuen Fassung auf. Freital, Botschaft mit Eugen Dölen, Freital, die sich in dir vermählen, junge Stadt im launschen Grund, alte Traute, Heimatorte, schliehe in den neuen Worte, einig einen starken Bund, einig einen starken Bund. Auch der Musikverein Freital e.V. brachte ein besonderes Ständchen zum Geburtstag. Danach wurde es sportlich. Der Muskelkater e.V. und der Sportclub Freital e.V. brachten mit Drums Alive 100 Besucher an 100 Gymnastikbällen ins Schwitzen. Der Kultur- und Tanzwerkstatt e.V. zeigte die Bandbreite seiner Vereinsarbeit über zahlreiche Tanzgruppen. Im Windbergpark gab es auch jede Menge zu sehen und zu erleben. Zahlreiche Vereine präsentierten sich und luden zu Mitmachaktionen ein. Bands aus Freital und Umgebung heizten dem Publikum am Samstagnachmittag ein. Und am Abend sorgten Jolly Jumper für Partystimmung. Thank you.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen der kleinsten Besucher. Im Windbergpark wurde ein Kinderfest ausgerichtet, das auf der großen Bühne mit dem Freital-Hit von Pirat Willi Paparitz eröffnet wurde. Mit dabei war auch das Maskottchen der Familienkarte für Freital und Umgebung, die Karli-Biene, die die Kinder von der Bühne zum Windbergpark führte. Im Windbergpark hatten die Kleinsten jede Menge Spaß. Charlies Mannen heizten währenddessen den Besuchern auf dem Neumarkt ein. Anschließend zeigten verschiedene Schüler der Musikschule ihr Können. Die Tanzschule Richter präsentierte Tänze aus der Zeit der Stadtgründung und darüber hinaus. Meisterklecks und Spasimir beendeten das Kinderfest und damit auch den Stadtgeburtstag und zogen viele kleine Besucher noch einmal vor die Bühne. Bitte schön, Lasershow ab. Viel Spaß. Vielleicht können wir das starten mit einem ganz, ganz großen Applaus. Sie sind jetzt das Startsignal. Bitte schön, unsere Lasershow. Zeit. Ach nein, noch viel weiter davor, als es noch nicht mal niedliche Dinos gab, da sah die Welt ganz anders aus. Vulkane spucken Feuer, Gebirge falten sich auf und werden von Flüssen wieder abgetragen. In dieser Zeit vor über 300 Millionen Jahren senkt sich auch das Döhlener Becken. In dem sumpfigen Gelände wachsen baumhohe Farne und Schachtelhalme. Dazwischen kriechen seltsame Tiere mit dem noch seltsameren Namen Pantelosaurus saxonicus. Sechs von ihnen bleiben als Fossilien erhalten. Sie werden 1901 im Königin-Carola-Schacht entdeckt und später geborgen. Ein Gipsabdruck ist heute im Museum auf Schloss Burg zu sehen. Ebenso ein Panoramabild der Landschaft, in der diese frühen Saurier lebten und aus deren Wäldern später Kohle wurde. Millionen Jahre vergehen. Dinosaurier beherrschen die Welt und sterben wieder aus. Danach ergeht es Säbelzahntigern und Mammuts ebenso. Es beginnt das Zeitalter des Menschen.
Zuerst haust er in primitiven Zelten und in Höhlen, später baut er Hütten, Paläste und Burgen. Eine steht vor über 800 Jahren auf dem Pesterwitzer Burgwartsberg. Der Burggraf von Dohna hat das Kastell Torun jedoch illegal errichtet. Es kommt zum Streit, den der Markgraf von Meißen schlichtet und darüber am 31. März 1206 eine Urkunde in Dresden ausstellt. Damit taucht erstmals der Name der Landeshauptstadt auf. Als Zeugen werden auch Herren aus Potschappel, Döhlen und Wurgwitz genannt, wodurch diese heutigen Freitaler Stadtteile das gleiche Datum der Ersterwähnung führen. Die Burg wird wieder abgerissen. Jahre später verstirbt in jungen Jahren die Tochter angesehener, markgräflich meißnischer Bediensteter. Ihre Grabplatte ziert ein schlichtes Kreuz, die Jahreszahl 1356 und der Name Barbara, Tochter des Konrad Küchenmeister. Sie findet ihren Platz im Altarraum der alten Dönener Kirche und ist heute das älteste erhaltene Kulturdenkmal der Stadt Freital. Beim Abriss der Kirche rund 500 Jahre später für den Bau der heutigen Lutherkirche landet sie vorerst an der Friedhofsmauer und später in der 1899 errichteten Denkmalhalle. Die hat sogar der russische Zar Nikolaus II. Mitfinanziert. Schließlich gehören zu den steinernen Zeitzeugen auch welche für Vorfahren von Friederike von Anhalt-Zerbst, die ab 1762 als Zarin Katharina die Große in die Weltgeschichte eingegangen ist. Und wieder gehen 200 Jahre ins Land. Ländliche Idylle würden wir heute das dörfliche Leben im Döhlener Becken nennen. Fischer fischen in den Fluten der Weißeritz, Müller nutzen die Kraft des Wassers, Bauern bestellen die Äcker und Vieh weidet auf den Wiesen. Eine Sage berichtet jedoch von einem Bodenschatz, der die Region über die nächsten Jahrhunderte prägen wird. Der Musikant Rotkopf Görg ging nachts mit seiner Fiedel von Deuben nach Burg. Am Windberg erschien ihm ein Zwerg und forderte ihn auf, mit in den Berg zu kommen. Er solle dort zum Tanz aufspielen und dafür reich belohnt werden. Rotkopf Görg folgte klopfenden Herzens. Sie kamen in einen Saal, der glitzerte von Gold und Edelsteinen und war voller kleiner Männer und Frauen. Rotkopf Görg spielte auf und sie tanzten nach Herzenslust. Am Schluss hielt er stumm seinen Hut vor sich hin. Doch der Berggeist fuhr mit der Schaufel in den Kamin und schüttete ihm glühende Kohlen hinein. Rotkopf Görg lief entsetzt nach Hause, kippte sie vor die Tür und legte sich zu Bett. Als er am nächsten Morgen seinen Hut nahm, fiel ein Goldstück heraus. Da wurde ihm klar, die Kohle war zu Gold geworden. Sofort eilte er hinaus, um den weggeworfenen Teil zu holen, aber alles war zu Asche zerfallen.